She said, do you love me, Atella, only Polly? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute viele Produkte hier für euch, über die wir oder ich viel zu wenig gesprochen haben im letzten Jahr. Ich wurde auf Sachen markiert, ich möchte meinen Support ausdrücken, ich möchte einfach mit euch noch mal ein paar Produkte durchtesten und in dieses sehr müde Gesicht bringen, um zu gucken, wie die Produkte miteinander funktionieren, euch einfach nochmal die Produkte zu zeigen. Ich weiß, ihr mögt das, wenn ich Produkte mehrfach in Videos benutze und auch meinen Kollegen den Support, den sie haben verdient, mitgeben. Denn es sind wirklich, wirklich coole Produkte dabei und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Und Freunde, wir schaffen bald die 80.000 und dann ist es nicht mehr weit bis zu 100.000. Also vielleicht schaffen wir mit diesem Video, dass wir die 80.000 eintüten und dann in diesem Jahr die 100.000. Das wäre natürlich ein großer Traum, den ihr mir damit erfüllt. Jetzt geht es los. Ich habe wirklich viele Produkte rausgesucht. Ich bin durch meine Schminksammlungen gegangen und habe Produkte gefunden, über die ich finde, ich selber zu wenig geredet habe. Und wo ich sehe, dass zu wenig von meinen Kollegen oder generell, es wird zu wenig über die Produkte geredet, so gut wie sie sind. Ich möchte als erstes anfangen mit einem Produkt, was ich nur nicht mehr benutzt habe, weil es einfach nicht mehr hier stand. Das ist das Balea Vital Serum. Das hatte Letizia mir gezeigt. Das ist eine richtig schöne Tagespflege für sehr reife Haut. Ich finde das Wort reife Haut ein bisschen schwierig. Anspruchsvolle Haut vielleicht. Und das gibt der Haut so einen richtig schönen Glow. Ich liebe das Zeugs. Das ist wie so ein kleiner Zwischenfilm zwischen eurer Haut und dem Make-up. Und es zieht sofort ein. Und ihr habt eine richtig schöne, pralle Haut. Das ist von Balea, das Vital Plus Intensivserum. Kostet vielleicht 4,99 Euro, glaube ich. Ganz, ganz toll. Es sind Duftstoffe mit drin. Mein Leben besteht aus Duftstoffen. You know what? Kein Problem damit. Ich sage es einfach nur dazu. Das nächste Produkt ist, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Das ist das Becca Zero No Pigment Virtual Foundation. Ach, das Ding ist ja so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ne? Das soll angeblich eine Foundation sein, die durchsichtig ist. Schaut euch mal meine Stirn an. Ist wie so ein Silikon-Ding, was die Haut einfach so ein bisschen weich zeichnet. Das sieht dadurch aus, als wäre die Haut ein bisschen ebenmäßiger. Sie hat aber keine Deckkraft, da ist ja kein Pigment drin. Ne? Was ich damit aber ganz gerne mache, ist, ich gebe mir das Zeugs so ein bisschen auf die T-Zone und dann mattiert das Ganze und die Foundation, die ich dann rübergebe, sieht sehr, sehr schön aus. Das ist ein bisschen teurer, das Ding. Als Foundation finde ich Schwachsinn. Also das ist einfach nur ein Primer, meiner Meinung nach. Ein guter Primer. Das Make-up sieht sehr, sehr schön darauf aus. Zumindest die Foundations, die ich getestet habe, fand ich immer ganz schön dazu. Weiß ich nicht, ob man es wirklich braucht, aber ich finde, wir haben zu wenig darüber geredet, weil es als Primer an sich gut ist. Nur diese Virtual Foundation, das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Und jetzt. Ich werde jeden Tag auf mindestens 20 Mal demselben Instagram-Werbeanzeigenbeitrag markiert. Da ist eine Frau und die trägt sich einfach Foundation auf. Die Werbung ist von Il Makiage. Guess what, Freunde? Ich war in der Kampagne dabei. Also wenn ihr auf die Il Makiage-Seite geht und meinen Namen eingibt, da gibt es ein ganzes Tutorial von mir zu Il Makiage-Produkten. Ich habe die Sachen hier und wir benutzen diese Foundation auch, denn ihr könnt so einen Foundation-Test machen. Den habe ich auch damals gemacht. Das ist auch die Farbe, die rausgekommen ist. Sie ist jetzt ein bisschen hell, weil meine Farbe sich so ein bisschen verändert hat in den letzten Wochen. Das muss man sagen, die Foundation sieht sehr, sehr schön aus. Das ist wie so eine zweite Haut. Farblich ist es jetzt nicht ganz so ein Match, aber der Effekt auf der Haut ist sehr, sehr schön. Also da haben sie wirklich eine gute Foundation rausgebracht und ich werde halt jeden Tag darauf markiert, kannst du das testen? Habe ich schon. Das Problem bei mir ist, und ich erkläre es halt immer wieder, weil oft dann in manchen Kommentaren steht, nee, aber du erzählst, du benutzt es so oft, aber man sieht es gar nicht. Naja, mach ja auch 3 Videos die Woche. Ich kann ja nicht jede Woche 3-mal dasselbe zeigen. Und wenn es dann irgendwann bei mir in dem Schubladensystem landet, dann versackt das da meistens. Deswegen habe ich hier die Schublade der Schande unter mir. Aber schaut euch mal an, die Foundation passt sich schon so ein bisschen dem Gesicht an. Ne? Also mein Hals ist eh immer so ein bisschen anders als der Rest meines Gesichtes. Sie hat eine sehr, sehr schöne Deckkraft. Das Finish ist eher so, das kann man schlecht beschreiben, das ist eher so ein semi-matt, aber auch nicht so richtig trocken, so wie die Gucci Foundation beispielsweise, sondern eher so ein Second Skin Finish. Und ihr seht, ich arbeite die auch am liebsten mit einem Pinsel ein, weil sie sich halt sehr schön mit der Haut dann verbindet. Und ihr braucht
nicht viel. Also ich habe jetzt für die Seite ungefähr einen Pumpstoß gebraucht und ich habe immer noch was auf der Hand. Und wenn ihr mit einem Pinsel arbeitet, könnt ihr das an manchen Stellen, wo ihr nicht so viel der Kraft braucht, zum Beispiel hier in meinem Schläfenbereich, da habe ich keine Rötungen oder Unebenheiten, aber hier auf der Stirn kann ich das Ganze dann so ein bisschen aufbauen und richtig schön miteinander verblenden, weil die verschmilzt so mit dem Gesicht, die Foundation. Ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich eher so, mehr ist mehr. Ich würde mir am liebsten jeden Tag eine Flasche Foundation ins Gesicht schmieren. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr so ein bisschen mal von meinen, diesen extrem eingefahrenen Make-up-Techniken wegzukommen. Ein bisschen weniger Produkt schadet ja nicht. Ich will es euch nochmal gezeigt haben, diese Foundation ist gut. Ihr könnt sie probieren, ihr könnt sie euch bestellen. Keine bezahlte Werbung. Ich habe ein ganzes Tutorial bei denen gemacht auf der Seite. Da könnt ihr vorbeischauen. Ich bin noch mal ein Stückchen näher gekommen. Jetzt könnt ihr euch das Ergebnis auch anschauen. Also, man sieht schon, dass ich so ein bisschen weich gezeichnet bin hier im Gesicht. Ich finde, dass dieser Becker Primer das Ganze natürlich noch mal ein bisschen mehr mattiert. Ich nehme jetzt meinen Schwamm. Da ist noch so ein bisschen Feuchtigkeit drin. Und gehe einfach rüber und verblende alles nochmal und gebe damit noch so ein bisschen Feuchtigkeit zurück. Also die Foundation würde ich nicht mit einem Mattifying Primer benutzen. Es sei denn, ihr habt wirklich ölige Haut, dann ist es vielleicht in Ordnung. Aber wenn ihr normale Haut habt, würde ich eher nur dieses Balea Serum benutzen. Sehr, sehr schön. Ich habe keinen Concealer, über den wir zu wenig gesprochen haben dieses Jahr. Deswegen mache ich jetzt einfach hier einen kleinen Punkt hin und hier und hier. Freunde, hättet ihr gedacht, dass wir das nochmal erleben? Dass ich keine Dreiecke ins Gesicht male? Ah. Und dann nehme ich einen Pinsel, das ist jetzt hier von Real Techniques bei Sam und Nick, also so heißen die Gründerin, und arbeite mir das wirklich punktuell hier nur so ein bisschen ein. Wollt ihr mal, dass ich eine Challenge mache, die natürlichste Make-up-Challenge der Welt? Dann, also das ist ja für mich die größte Challenge, für viele ist es wahrscheinlich Standard-Make-up, aber für mich ist das hier mit so einem Pinsel-Concealer einarbeiten, ist das schon wirklich... It's a lot. Schaut mal, sieht gleich viel frischer aus, ne? Ohne, dass ich zu doll geschminkt bin. Nehme wieder meinen Schwamm, gehe einfach nochmal rüber. Und dann setten wir das Ganze mit dem Tamtam Beauty Loose Translucent Powder. Ein wunderschönes Puder. Ich mag das total gerne. No tea, no shade. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, in Beauty Deutschland, und das kann ich nicht sagen. Es wird sich schon so ein bisschen unterstützt, aber nur begrenzt. Und ich möchte das so ein bisschen aufheben. Ihr seht, ich mache zu allem eine Review, was irgendjemand von meinen Kollegen rausbringt. Egal, ob sie bei meinen Produkten eine Review machen oder nicht, weil ich es für mich entschieden habe, dass ich finde, dass der Support sich gehört. Ich nehme ein bisschen Puder auf den Pinsel von Leti, lade den so ein bisschen auf und sette damit erstmal nur ganz leicht unter meinen Augen. Zum Baken würde ich das nicht benutzen. Das reicht nämlich schon. Also ihr seht, ja, guck mal. Ich habe ja natürlich jetzt nicht die größte Deckkraft unter den Augen, aber es soll heute so ein bisschen natürlicher mal werden. Sehr, sehr weich gezeichnet. Das fühlt sich super weich an. Vielleicht gibt es das noch bei DM online und vielleicht in manchen DMs in der Stadt. Aber don't go there. Gleich hier so ein bisschen lang über die Nase. Ich will nämlich nicht so viel Puder benutzen. Ich möchte noch Cream Contouring benutzen. Und das ist hier von Juvia's Place, diese Stick Foundations sind. Das ist die Farbe Cameroon. Und davon setze ich mich hier nur ein bisschen was hin. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen... Das ist so ein bisschen schwierig bei den Dingern. Die sind super, super schön. Aber sie brauchen... Du musst genau den richtigen Moment abpassen, dass es warm genug ist, um es zu verblenden, aber noch nicht angetrocknet ist. Arbeite mir das ein. Die sind super pigmentiert und super warm, die Farbe Cameroon. Aber wenn man das ordentlich verblendet hat, dann finde ich, sieht es sehr, sehr schön aus. Das ist so ein bisschen wärmer, deswegen gehe ich damit auch gleich so ein bisschen höher als Blush-Alternative und blende mir das hier so hoch. Schaut mal, hier habe ich schon ein bisschen zu lange gequatscht. Mach das lieber nachträglich. Bronzy Touch, sehr schön, sehr weich gezeichnet. Ich möchte aber hier mit der Bridal Face von Tara auch noch so ein bisschen reingehen, denn auch die ist sehr, sehr schön. Ich liebe diese Blush-Farbe. Ich nehme mir hier einen Pinsel, gehe nochmal in die Farbe Soulmate. Das ist wie so ein Bronzer. Der ist recht warm bei mir. Und den setze ich mir einfach hier hin, um das ganze Gesicht so ein bisschen aufzuwärmen. Hier ist auch ein Contouring-Ton mit drin. Das ist die Farbe Earth. Sehr pigmentiert, da müsst ihr vorsichtig sein. Und zack, ist das Ganze ein bisschen kühler. Ich überlege gerade, ob ich den Blush nehme. Ja, komm, jetzt sind wir in der Palette drin, jetzt nehmen wir den Blush. Das ist die Farbe Baby. Auch extrem pigmentiert.
Und das setze ich mir einfach nur hier so ein bisschen rüber. Unter meinen Augen nehme ich nochmal meinen Schwamm und gehe in die Farbe Banana. Das ist ein Banana-Puder, was das Ganze unterm Auge nochmal so ein bisschen aufhält. Den Highlighter benutzen wir nicht, denn ich möchte einen anderen Highlighter benutzen. Und zwar Christine von Luisa. Ein sehr, sehr schöner Highlighter. Ich habe ihn auch viel zu wenig benutzt in meinen Videos. Das ändern wir jetzt. Es ist ein loser Highlighter. Da ist extrem viel Produkt drin. Den werdet ihr niemals in eurem Leben leer kriegen. Und ihr braucht auch nur ganz wenig. Er ist ein bisschen dunkel, bei mir passt er aber perfekt. Und er ist extrem feucht. Also schaut euch das an. She's a wet queen today. Die Haut sieht aus wie Haut. Das ist ganz verrückt. Das sind keine riesengroßen Glitzerpartikel. Weil wenn man den richtig schön einarbeitet, dann wird das wie so ein feuchter Touch auf der Haut. Und damit kriegt ihr so ein ja, glowy Finish ins Gesicht. Kann man aufbauen, so wie hier jetzt beispielsweise. Ist sehr viel. Aber you know it. Ich und Highlighter. It's a love story. Wir machen weiter mit Lidschattenpaletten. Und Freunde, kein Öl ins Feuer. Es sind fantastische Lidschattenpaletten. Egal, was viele Leute sagen. Ich fand das damals unmöglich, was da abgegangen ist. Nicht nur gegenüber Hattie, sondern auch gegenüber mir und Luisa. Die Paletten sind wirklich gut. Sie sind nicht für jeden was, weil sie vielleicht ein bisschen teuer sind oder es gefallen sie auch nicht jedem. Ich mag sie aber gerne. Und für die, die sie haben, möchte ich selbstverständlich auch einen kleinen Look damit schminken. Was ganz einfach ist. Ich bin im Moment total auf diesem soften Monochrom-Look. Ich nehme hier einen Pinsel von Ellie und BH. Code Maxim 10 für 10% Rabatt. Und gehe in die Farbe Sandstone. Also die Day-Palette ist meine liebste Palette. Wunderschön und man kann so viele Looks daraus machen. Diese Farbe Sandstorm, ihr seht, die ist schon wirklich durchgerockt, die Palette, ne? Ist meine liebste Farbe, um einfach nur diese hier in die Lidfalte zu geben. Und dann mit einem Highlighter, ihr könnt entweder den hier rausnehmen, ich nehme bei mir aus der Palette Sicilia und ziehe mir mit diesem Highlighter eine Cut Crease. Und das ist so dieses No-Make-Up-Make-Up, aber she's snatched, sie sieht jung und wild und gut aus. Und mit der Farbe könnt ihr richtig schön aufbauen. Ich will aber nur so einen leichten Touch haben. Die Texturen in der Holy Palette sind krass. Also Ichor und Infernum. Das habe ich so noch nicht gesehen, diese Texturen. Fantastisch. Die ist aber sehr... Also das ist eher die mutige Palette. Wenn ihr euch so ein bisschen im Alltag bewegen wollt, empfehle ich euch die Day Palette auf jeden Fall. Sie ist jeden Cent wert. Jeden Cent. Ich blende das Ganze sauber nochmal so ein bisschen aus. Es soll wirklich nur soft sein. Und mische ganz leicht Promise mit rein. Das ist so ein Grün. Ich will gar nicht, dass das Grün wirklich durchkommt. Ich will das hier nur so ein bisschen anpassen und ihr könnt die Farben gut mischen. Und jetzt nehme ich meinen Finger und gehe in die Farbe Mondays. Das ist die geilste Farbe überhaupt. Das ist wie so ein Duochrome. Schimmer. Grün. Ich liebe diese Farbe. Schaut euch das an. Ihr habt einen kompletten Look mit 2,5, 3 Farben. Und es kann ruhig so ein bisschen messy sein. Es soll nicht ordentlich sein. Es soll so ein bisschen ausgeblendet, ausgeraucht sein. Meine Wurstfinger sind ein bisschen zu dick, deswegen gehe ich nochmal mit einem kleinen Pinsel rein, um hier vorne die Ecke aufzufüllen. Das ist so ein bisschen die Textur von diesen Fenty, wie heißen sie? Diamond Bomb Dingern. Ultra, ultra shimmery. Und wenn ihr einen Lidschattenprimer benutzt, dann hält das Ganze auch den ganzen Tag dort. Und nicht in dem ganzen Gesicht. Ich gehe unten einfach nochmal ganz leicht mit dem Braun lang. Mache es hier so ein bisschen sauber. Ich habe noch eine Mascara. Und das ist die Lash Freak von Urban Decay. Das Bürstchen ist verrückt. Also, schaut mal, das ist so... Das sieht aus wie so ein Elfenfüßchen. Da ist extrem viel Produkt dran. Die macht aber sehr, sehr schöne Wimpern. Und was toll ist, die hat vorne hier so einen kleinen Ball. Und damit kann man richtig gut die Wimpern tuschen. Tiefschwarz. Macht sehr dicke Wimpern, biegt sie durch die Form des Bürstchens schön hoch und ihr seht süß aus. Und unten ist sie auch gut, weil ihr einfach da mit der Spitze lang gehen könnt. Schaut euch diesen Schimmer an, ne? Hat die? Das ist die geilste Farbe überhaupt. Ich möchte das bitte als Highlighter. So sieht das Ganze auf die Entfernung aus. Super simpel, super einfach, aber ich wollte euch einfach einen alltagsfähigen Look zeigen. Für die Lippen trage ich einmal ganz kurz einen Liquid Lipstick auf. Lass den ganz kurz antrocknen. Und gehe dann mit dem Tamtam Beauty Moon Lip Gloss rüber. Das Einzige, was ich... Doch, stimmt, das war bei Bella. Die hat so sehr kleine Füßchen gehabt. Und das tupfe ich mir so ein bisschen ins Zentrum. Das ist ein sehr, sehr heller Lip Gloss. Aber macht so ein nasses Finish. Nicht so ein glossy Finish, sondern eher so ein feuchtes Finish. Dann sette ich das Ganze einmal mit dem Love Fixing Spray. Das ist auch so ein Continuous Setting Spray. Ähnlich wie das von Morphe. We don't use that. Das ist der Look. Freunde, was sagt er? Ich muss sagen, ganz ehrlich, für Produkte,
die so gut sind und so gut performen und so einfach performen, wünsche ich mir von Herzen, dass das Ganze in den nächsten Wochen wieder ein bisschen häufiger von uns und von euch und von mir und von uns allen genutzt wird. Der Support ist auf jeden Fall da. Meine Kollegen machen immer gute Produkte, egal ob sie für jemanden was sind oder nicht. Die Produkte sind in meiner Meinung nach zumindest immer sehr gut. Liebe Christine, liebe diesen Schimmer, das ist so fantastisch. Mein Blush, mein Bronzer, everything's fine. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Vielleicht motiviert euch das ja gerne nochmal durch eure Schminksammlung zu gehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche euer lang nicht mehr benutztes Produkt ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Passt auf euch auf.